Ich treffe nichts, geiler Wellengang. So, ich glaube, ich gehe mal kurz ich ins treffe schon Wasser. wieder nichts, geiler Wellengang. Ich gehe ins Wasser. Beim ersten Versuch? Nein, beim ersten. Oh, nice. Ah, hier beim ersten. Jetzt bin ich umsonst ins Wasser gegangen. Ich hab doch gesagt, wenn ich dieses... Bisschen nach vorne noch, oder? Und dann... Da vorne ist auch noch was? Schiff? Nee, es sind Felsen. Okay. Da vorne ist er hinter noch hinter uns, also wirklich direkt hinter uns, ist der Außenposten. Wollen wir es bei Boot nehmen? Wir haben kein Beiboot. Ich hab nichts gesagt. Ja, ich fahre uns ein bisschen vor zu den Supplies. Der gesagt, zwei Leute machen sich das Inventar mit Fischen voll. Okay, das passt nicht. Ich hätte gesagt, wir probieren trotzdem ein paar Sachen abzugeben. Die teuersten zumindest. Naja. Ja, das, was jetzt noch in den Fässern ist, kriegen wir abgegeben. Wir haben nämlich zwei Edelsteine. Da springen zwei runter. Also die Sachen für ein Dings, für den Handelsposten können wir schon abgeben. Für den Chef. Für Außenposten, also hier für Handelsaußenposten meinst du? Ja, genau. Ja. Also drehen wir jetzt, oder? Wir sind jetzt gerade bei den Supplies. Ah, okay. Es gibt da noch irgendwas. Das findet man einfach. Leer machen. Geil. Schieß runter. Ah, ist ein Flaschenpost im Wasser. Nee, was ist das? Seide? Exotische Seide. Ah, cool. Oh, Fische. Fische, nice, Alter, sehr gut. Alter, guck in das Ding rein, guck in das Ding rein. Moment, Moment. Alter. Ran voll mit Fische und Schluss. Ja, das sind Trophäenfische. Nein. Ja. Boah, geil. Ja. Nice. Wenn und Double Camp, das sieht nicht aus. Wir müssen die Dinger abgeben, weil alles andere ist ja... Nein, keine Ahnung. Also, dann fahren wir zum Außenposten, oder? Ja. Zum Außenposten. Dann müssen wir wohin? Süden irgendwo. Einmal komplett drehen. Das ist direkt hinter uns. Ah, okay. Na, jetzt komplett links halt. Man sieht ja, es. Genau. Geil. Die Supplies waren ja. Ach so, der Dings, der kleine Handelsposten. Der ist ja gleich neben dem ausgebrochenen Vulkan. Geil. Ja, natürlich. Ja, wo sonst? Ja, fahren wir da hin und dann fahren wir aber einfach weiter. Dann gibt einfach, geben zwei Leute die Sachen ab, weil wir müssen drei, wir haben zu viele Fische. Ach so, okay. Wenn es darauf hinausläuft. Ja, dann fahren wir kurz hin. Passen aufs Schiff auf. Nein, in der Lagerkiste, ja, aber. Und den Rubin muss auch noch einer mitnehmen. Ich mach dir mal die Planke, den Rubin und den Smaragd. Segel hoch, das vordere, genau, sehr gut. Bam. Oh shit, da geht's schon wieder los. Wie, keiner ist gestorben. Ah, wir haben zu viel Bums. Das gleich ein bisschen scheppern. Anker? Ja. Wir rammen das Ding aber voll Olle. Ja, egal. Das ist das alte Schiff egal. Aus. Nur ein kleines Loch. Und dann haben wir es. Wir treiben zurück. Das gibt mal alles vorne beim Jäger ab, oder? Ja. Ja. So, wo ist denn der Smaragd? Den habe ich schon abgegeben. Der ist an der Planke oder wurde abgegeben. Ah, okay. Dann haben wir jetzt hier nichts mehr. Autsch. Alter!
Wie viel haben die Trophäenfische jetzt eigentlich gebracht? Ich schau mal kurz unten rein. Ja, wir haben ein Loch. Let it burn. Genau. Okay, ich gebe mal nur die Fische ab. Alles habe ich jetzt noch, also das letzte habe ich jetzt noch. Kannst schon mal die Karre drehen. Ne, ich habe noch Fische in der Dings, in der Hand. Achso, ich habe die letzten jetzt im Inventar. So, okay. Wieder da. Welcome back. Danke. Fuck, machst es ab. Ah, fuck, oder? Schon was hergegangen. Ja, jetzt gibt es keine mehr, ja. Mast ist kaputt. Boah. Alter. Wir müssen unbedingt weg hier. Ja. Das ist ja übelst Armageddon da. Das ist richtig Armageddon. Die Pumpe. So, ich richte uns wieder neu aus. Einfach nur weg. Sagen, einer navigiert hier mal kurz raus zum nächsten Außenposten. Ich mach den Masten fertig. War fest. Ich mach mal die Löcher da zu. Ziemlich viele. Ja, ziemlich viele würde ich auch sagen, du. So. Unten sieht's gut aus, oder? Ja, passt. Wir fahren mal hin, wenn hier aus dem Posten. Wir haben dreimal Gral des brodelnden Vulkans, das ist ganz nett. Was gibt's denn hier? Morrow's Peak oder Galleon's Grave irgendwo? Morrow's Peak ist im Süden. Ist es weiter weg als Galleon's Grave? Das ist im Westen Galleon's Grave irgendwo. Galleon's Grave finde ich jetzt gerade gar nicht. Galleon's Grave ist weiter weg. Geh lieber nach Morrow's Peak, das ist besser. Morrow's Peak genau. Ist Süd. Ja, ein bisschen weiter, ja. Mehr Süden. Ne? Nach links. Mehr Süd, also erstmal Süd einschlagen. An der Flintlock-Halbinsel. Oder wie es auf Deutsch heißen würde, an der Steinschloss-Halbinsel. Ja, da unten muss Wasser sein, immer noch wegen dem Feuerton. Nee. Links von uns gibt es eine Insel, da könnte man aufsupplyen. Kann sich jemand rüberschießen? Ich schieße mir rüber. Ah, okay. Super. Und der Rest einmal bitte die Segel ausrichten. Oh, da wäre sogar Beiboden mit Harpune. Nein, verdammt. Ich guck mal, was da drin ist, ob sich's lohnt. Ja, ein Boot! 15 Kugeln, paar Hölzer. Kugeln haben wir, Feuerbomben. Ja. Hier ist ein Keymaster. Schon wieder, oder? Ja. Nee, brauchen wir nicht schon wieder einen. Holz von weg. Der wird gemobbt von uns. Ehe schon. Ja, Ascheschlüssel. Jetzt sollte man eigentlich mitnehmen, der ist eigentlich wertvoll. Ja, okay, dann fahr ich nochmal um die Dings rum, um den Felsen rum. Wir können ja das Boot nehmen. Ja, genau, nimm das Boot. Kommen wir uns entgegen. Nee, mach an den Baum vor uns. Yeah. Jetzt können wir eigentlich auf den Boden schießen, oder? Oh, oh. Nee, nein. Zu weit. Nein! Okay, ist hier. Scheiße. Du hast es kaputt gemacht. Ja. Wo ist denn das Schiff? Weiß ich nicht. Wir fahren gerade um den Felsen rum. Ich sehe die Post, aber unser Schiff ist. Nein! Moment, gleich sitzt es. Raid spawnt, gell? Ah, schon wieder einer, genau. Ja. Geil. Ja, nächster Raid. Gewonnen wir? Direkt zum nächsten, scheiß drauf. Genau.
Hier kommt eh kein Arsch hin. Wir müssen halt nur dran merken. Entweder das Schiff ganz weit weg oder kann. Ja, hier scheint unser Schädel, gell? Den darf man vielleicht vergessen. Und du den Schlüssel. Hier. Ist der Schädel? Hier. Achso. Da ist das Schiff. Da kommt der Galeone, Hilfe! Wir kommen da echt schon entgegen. Na, jedenfalls Schlüssel haben wir jetzt für die Kiste, die da rauskommt. Ja. Da kann man auch schon so sehen. So ist es. Da waren wir wieder gedisst, wie beim letzten Mal. Ja, na kommen wir wieder und ficken sie. Ja, das hat's ja. Cool. So wie letztes Mal, gell? Ja, so wie letztes Mal. Die denken sich, jo, Brandbomben, alles drauf da, ja, komm bald wieder. Und dann, ne? Genau, wird zurückgeschossen. So, ich bin an Deck. Sehr wir gut. Sind alle an Deck, aber wir fahren jetzt voll auf die Insel drauf. Nö, nö. Nee, ich würde voll weggedrückt. Sag mal, waren wir bei dem Wrack was vor? Ja, das war das, glaube ich. Okay. Ah, ich glaube, das war das, weil da ist der Außenposten auch wieder direkt neben. Das war das, wo wir die Trophäenfische hatten. Hocke nämlich gleich auf. Was gibt es okay, noch da auf der Insel? Nix mehr. Nö, die Lobby Goal. Bam. Na dann schauen wir zum Raid. Die Truhe, die Fußke, du. Fische? Ja, also, dann mal volle Kraft, oder? Ja, volle Kraft. Bam. Oh, recht viel. Das war ein bisschen zu viel Kraft. Ja, soll ich dir bloß mal hin, Glänzlich? Passt, schon behoben. Mein Eimer raus. Was ist denn trügerische Beute? Hab ich auch schon mal gehabt, glaube ich. Die ganze Zeit. Jetzt was hat willst du denn? Du musst nochmal dieses Ding da. Der, wie viel bringt? Jetzt sollte es ja eigentlich da dafür sorgen, und dass man nur unterdeckt die schwarze Flecke wieder raus. Ganz viel. Der ist der Trophäenfisch. Am besten so Dings, so ein Besen zum Abkehren vom Deck. Keine Ahnung. Der Inselspringer. Chris? Hm? Und dann am besten noch ein spezieller Titel, Deckschrubber oder sowas. Ja, genau, geil. Aber pro Titel, ich hab erst gerade noch was freigeschaltet. Dahinter, da kommt, glaube ich, Galeone. Oh, das ist nice. Jetzt nicht dein Ernst. Nee, das ist ein kleiner russischer Brick. Aber okay, jemand mal an den Anker bitte, an den Anker bitte. Anker? Wir brauchen den gleich. Aber festhalten. Ist bereit. Sehr gut. Der schlägt sofort ein, sobald ihn loslässt. Oh, sehr gut. Dann, Moment. Und jetzt. Sehr schön. Aber einmal Freude, hätte ich sagen. Also, alle Segel hoch. Genau. Dass man ausrichten kann. We are back! Back to the roots. Sehr da links von uns. Steuerbord. Ah ja, stimmt, genau. Backbord. Backbord, sorry. Das ist ein Brick, oder? Stellen. Das ist ein Brick. Ja, wir haben doch eine gute Position. Dann gehe ich nachher in den Kanonenturm hoch und dann gibt's Sauren. Anker mal hoch. Anker, Anker. Genau. Dann gibt's Saures. Endlich mal ein schöner Kampf. Ja. Die können wir wetten, das ist die gleiche Brick wie erst. Haha, es kann sein. Die wollen sich hier lange, wir müssen Trick, da drauf ja. Okay, das ist ein ganz guter Moment, um die abzuhauen. Ich hab keine. Hallo, Erdbeben. Wieder da. Jo. Welcome back. Ein Segel nochmal, oder? Ah, nee, jetzt warten wir erst einmal. Was passiert? Die vorne ja, noch auf uns tun. Zu. Die kommen halt auf jeden Fall. Das ist die gleiche Fall. Insel wieder. Ja, genau. Wir müssen jetzt
Wir müssen jetzt bloß ein bisschen Raid aufpassen. Und zwar, wenn der Vulkan hindurchbricht. Ja, dann kriegen wir auf den Sack vom Vulkan. Dann wird's hässlich. Und die anderen. Die steuern so halb rechts zu. Ja. Also quasi auf die andere Inselseite. Ja, die sind da halb rechts, das stimmt. Zielst du auf uns? Du musst aber nicht auf uns und auf den Gegner zielen. Ja, dann fangen wir's ab. Hier haben wir das Intel-Serie raus. Steuern wir hier raus oder taukeln wir hier nur? Jetzt steuern wir raus. Okay. Ich wollte gerade sagen, ey, von links nach rechts. Ja, die steuern auf der andere Seite. Ich gehe in den anderen Kanal. Von oben nach unten, nach links, nach rechts. Oh, Kanonkugeln habt ihr, ganz wichtig, Brandbombe. Jo, Brandbombe habe ich auch. Wieso, für was? Halt, stopp. Kampf. Brandbomben überfordern die Gegner. Wir haben links von überall Schaden. Wir haben links eine Galli, eine Brick. Mit Brandbomben hat es eine Brick geschafft, uns zu versenken mit 4 Leuten. Also 3 gegen 4 und wir wurden halt verarscht. Also die kommen definitiv zu mir rüber, auf die linke Innenseite. Ich gehe jetzt in die Kanone. Korrigieren nach links. Es ist ein PvP jetzt, oder wie? Ja, ja. Jo. Die hatten die Flagge. Ja, ja. Eine Galeone. Ah, ne, halt. Ne, eine Brick. Wo ist eine Galeone? Das sind mir, sorry. Aber die haben die weiße Flagge draußen, gell? Nee, doch nicht, nee, ich mein. Jetzt für uns Telefon. Oh, Telefon. Ich geh wieder an die andere Seite runter. Ist halt scheiße. Oh, ja, wobei, wenn, ach, wenn die jetzt Insel. Artillerie, Artillerie, Junge. Alter, der da 45 Grad, also, jo, passt. Segel im Wind ausrichten. Ja, genau. Wir fahren die ganze Zeit mit 2 Segeln. Ja, wir fahren jetzt mit 2 Segeln. Macht's mal das vordere Segel runter. Dann können wir hinterher. Geht die weiter, oder? Boah, Alter, da bin ich mich erschrocken. Damit habe ich jetzt aber 0 gerechnet. Wir haben, glaube ich, ein Löchlein. Ja, bin schon unten. Ah, okay, super. Sind ja voll auf Fluchtkurs, hä? Aber die ab von der Insel, oder kommen wir die sind schneller. Ja, wir sind schneller. Wo kommen die? Da fahren die links um die Insel, oder? Ne, ich glaube, die fahren einfach nur. Ich sehe es gerade nicht mehr. Vorbei, oder? Weiß ich nicht. Ich sehe es gerade gar nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Gebt mir mal jemanden einen Kurs, bitte? Ich sehe es nicht mehr. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren. Okay, okay. Fangen. Was machen die da? Ich glaube, das wird ein rechts. Oh ja, stimmt. Die sind ja voll, fahren die voll gegen die Steine. Ne, die fahren links dran vorbei, sorry. Links, ah, okay. Links, links. Dann bleibe ich links. Link, die kommen links um die Insel. Sehr gut. Ja. Das ist also schon mal, die fahren ja behindert. Die haben jetzt viel Zeit von. Die haben geankert. Im geankert? Okay, cool. Ja, sind stehen geblieben. Einfach geradeaus weiter von. Tick nach Steuerbord. Ist einer von uns drüben? Ja, genau. Ich bin Daniel? Daniel. Achso, ich dachte, Daniel, der alte Grill-Ticker. Ja, wollen die uns trappen, oder? Haben die einen Hai, den wir nicht sehen? Wahrscheinlich wartet hinter dem Felsen jetzt dann gleich so die ganze Armada. Wahrscheinlich. Ja, hinter dem Felsen stehen jetzt 3 Galeonen. Die haben umgedreht. Die Hunde! Wir müssen die wegrammen, wir müssen die rammen, wir müssen die rammen. Ja, ich fahre nach rechts. Ordnet. Kommen die wieder zurück? Die fahren jetzt an uns vorbei. Ja. Warte, okay. Ankerkugel. Haben wir keine. Ich ramm sie, ich ramm sie, ich versuch's zumindest. Ah, die hauen ab. Warte, wir müssen näher ran, dann treffe ich eine Ankerkugel. Okay, ich drehe uns nach links. Der goldene Schuss. Alter! Ich hab getroffen! Jawoll! Geil! Ich mach mal die Segel hoch. Ja, in dem Fall muss ich wohl wieder zurückkommen, ne? Sind
zu weit weg von der Insel. Ja. Die Hunde! Ja. Die kleinen Wiesenhunde! Ah, jetzt muss ich wieder Gas geben, scheiße. Das ist egal, wir müssen ausrichten. Segel, Segel, Segel. Ja, Segel, fordere das Segel runter. War das gut oder war das... Das war richtig geil, hä? Ja, du bist ruhig. Segel nach rechts. Das war wirklich goldener Schuss. Wieder an Deck. Beim Gegner? Nee, hier. Achso, okay. Weil mich würde es interessieren, ob die irgendwas dabei haben. Nicht, dass wir jetzt die umsonst jagen. Dass die wegfahren, ey. Aber die machen es einfach aus Prinzip, weil sie kleine Eier haben. Ja, das kann auch sein. Ja, vielleicht haben sie auch keine. Es gibt auch Eunuchen. Das ist jetzt nicht so. Chaka,